Wenn du eine Kurzsichtigkeit hast, sie endlich loswerden möchtest, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig. Mein Name ist Patrick von Augentrainieren und ich zeige dir, wie du mithilfe des Augentrainings schaffen kannst, deine Sehkraft nachhaltig zu verbessern und das Ganze schnell und effektiv. Unter den ganzen Kommentaren von letzter Woche habe ich mir einige Kommentare rausgesucht und wir machen jetzt dazu entsprechend ein paar Übungen. Ja? Und solltest du auch bei dir eine Sehschwäche entdeckt haben, sei es eine Kurzsichtigkeit, sei es eine Weitsichtigkeit, dann hast du die Möglichkeit, einmal mit mir persönlich zu sprechen. Unterhalb des Videos habe ich dir mal einen Link zur Verfügung gestellt, wo du dich eintragen kannst für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo wir einfach mal schauen, wie hoch ist deine Sehschwäche, welche Art der Sehschwäche hast du überhaupt und wie kann ich dir mit dem Augentraining weiterhelfen. Ja? Es gibt, wie gesagt, für viele verschiedene Sehschwächen und verschiedene Dioptriengrade unterschiedliche Übungen. Einige von denen möchte ich dir heute vorstellen, von denen du sofort loslegen kannst. Natürlich muss man im Laufe des Trainings auch mal Übungen ändern, je nachdem, wie weit ich meine Sehkraft schon verbessert habe. Und das Ganze ist natürlich dann besser beim individuellen Augentraining, als wenn du jetzt hier ein paar Übungen siehst. Nichtsdestotrotz zeige ich dir heute einige Übungen aus den Kommentaren aus letzter Woche. Für die erste Übung empfehle ich folgende Sehtafel. Blende ich jetzt hier einmal ein. Das ist eine ganz normale Sehtafel, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast beim Augenarzt oder beim Optiker. Es gibt auch davon noch eine zweite Version sozusagen ohne Buchstaben. Das sind sogenannte Landoldringe, die haben entsprechend eine auf einer Seite eine Öffnung und aus einer gewissen Entfernung ist es dann entsprechend schwieriger zu sehen, die Öffnungen zu erkennen. Ja, also so funktioniert diese eine Sehtafel, du kannst aber auch, wie gesagt, die andere nutzen. Am Ende des Tages funktioniert die Übung mit beiden Sehtafeln gleich. Folgendes musst du machen, stellst dich einmal gerade hin und versuchst erstmal den perfekten Abstand herauszufinden. Das machst du, indem du dich vor diese Sehtafel hinstellst und so weit zurückgehst, wie es möglich ist, bis du diese Sehtafel noch einigermaßen scharf siehst. Ja, also am besten so hinstellen, dass es scharf siehst. Machst dann noch einen kleinen Schritt zurück, so dass es halt schon mal weicher wird. Ja, es sollte auf jeden Fall nicht unscharf sein, aber ein kleiner Schritt zurück sollte meistens reichen, damit es halt leicht unscharf ist, ein bisschen weicher einfach ist. Ja, und dann beginnst du folgendermaßen, indem du entweder deinen Körper oder deine Augen bewegst. Also sprich, ich mache es mal ganz kurz vor. Entweder wippst du mit deinem Oberkörper und versuchst mit deinen Augen, so wie ich es gerade mache, über diese Zeile zu schwingen. Ja, also so geht das Ganze. Du kannst das Ganze natürlich auch im Sitzen machen. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht schaukeln möchtest, dann bewegst du, wie gesagt, nur deinen Kopf und versuchst aber nur deine Augen auf diese Zeile zu steuern und zu lenken. Ja, und das machst du entsprechend so oft, bis du diese Zeile scharf erkannt hast und dann gehst du auf die nächste Zeile, die darunter liegt, die wiederum ein bisschen schwieriger dann wahrscheinlich für dich ist, ja? Und so kannst du dich Stück für Stück verbessern. Das Ziel sollte dann sein, auf der 20-20 Zeile aus 3 Meter Entfernung diese Zeile gestochen scharf sehen. Dazwischen den Übungen am besten auch mal wieder Entspannungsübungen einbauen, entsprechend, dass du deine Augen nicht überreizt, überanstrengst. Ganz normal wie vergleichbar mit jedem anderen Training. Wir trainieren ja nicht bis zur Erschöpfung, sondern wir trainieren uns stückweise, erhöhen die Gewichte, erhöhen die Schwierigkeit, ja, und dazwischen müssen eben entsprechend auch viele Pausen liegen. Wenn du eine Sehschwäche zwischen 2 bis 4 Dioptrien hast, dann ist diese Sehtafel hier zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet. Diese Sehtafel druckst du am besten gleich zweimal aus, weil wir brauchen diese Größe einmal in unserer Nähe, in unserer Hand und einmal am besten an der Wand. Auch hier findest du den perfekten Abstand, wenn du dich davor stellst und so weit zurückgehst, bis die Buchstaben schon langsam verschwinden, also langsam unschärfer werden. Ja, auch hier sollten sie nicht komplett unscharf sein, sondern nur leicht. Und du fängst dann an, schaust einmal, fangen wir jetzt mal einfach von vorne an, du schaust direkt vor dir, was steht hier oben zum Beispiel, L und das F. Und dann schaust du das für ein paar Sekunden an, LF, siehst du ja direkt vor dir, siehst also relativ scharf. Und dann schaust du in die Ferne. Das Scharfstellen dauert immer einen kurzen Moment. Und wenn du dann diese beiden Buchstaben in der Ferne an der Wand scharf gesehen hast, dann machst du wieder den Wechsel, blickst zurück auf das, was vor dir ist und gehst weiter mit den nächsten Buchstaben. Ja? Und so verbesserst du dich Stück für Stück. Das Scharfstellen funktioniert dann wieder schneller. Also dieses Scharfstellen von nah zu fern und von fern zu nah, dieser Wechsel wird damit trainiert und gleichzeitig natürlich auch unsere Kurzsichtigkeit, weil wir entsprechend eine Entfernung rausgefunden haben, wo wir uns verbessern wollen. Ja, diese Distanz wurde ja vorher lange Zeit nicht mehr benutzt und mit dieser Übung versuchen wir, diese Distanz wieder zu trainieren. Wenn du zum Beispiel merkst, bei der ersten Zeile schon, ey, hat super funktioniert, dann machst du wiederum einen kleinen Schritt zurück, zwischendurch immer wieder Pausen einbauen und so kannst du dich Stück für Stück auch wiederum verbessern. Ich habe es damals so gemacht, ich empfehle alle meine Teilnehmer, möglichst in einen Raum, wo ich regelmäßig trainiere, machst du ein kleines Klebchen hin oder legst einen Stift hin, so dass du den Abstand beim nächsten Mal auch wieder findest, dass du sehen kannst, okay, alles klar, habe ich mich jetzt wirklich schon dauerhaft verbessert oder muss ich erstmal noch einen kleinen Schritt wieder nach vorne gehen? Und so kannst du dich Stück für Stück weiter verbessern und überprüfst auch deine Fortschritte damit. Natürlich
Wir haben hier von A bis Z alle Buchstaben drin. Du kannst natürlich auch das Ganze ein bisschen variieren. Das machst du ein bisschen schwieriger, würde ich dir empfehlen, damit es eben nicht so langweilig ist, weil diese Buchstaben einmal durchzugehen, kann auf Dauer schon ziemlich langweilig sein. Deswegen kannst du hier zum Beispiel das Ganze ein bisschen verfeinern, erweitern. Zum Beispiel fängst du von A bis Z zum Beispiel mal alles rauszusuchen. Im Nahbereich A, hier haben wir das A gefunden. Okay, dann muss ich das A jetzt auf der Seetafel an der Wand erkennen. Oder ich habe jetzt hier das W gefunden, auch da wieder. Oder du suchst deinen Namen raus oder was auch immer. Du kannst da wirklich viel variieren. Und wichtig ist nur, dass du dieses Scharfstellen merkst, dass sich das immer weiter verbessert und diese Distanz sich auch immer weiter vergrößert. Und wenn du das schon aus einer relativ großen Distanz, sagen wir mal 2-3 Meter Entfernung, schaffst, ja, dann würde ich dir empfehlen, dann mit einer anderen Übung weiterzumachen, weil diese Übung ist halt, wie gesagt, eher so im Bereich 2 bis 4 Dioptrien. Du kannst aber natürlich auch mit einer höheren oder auch mit einer niedrigeren Sehschwäche das Ganze machen. Aber erfahrungsgemäß haben wir einfach die größten Fortschritte gemacht bei 2 bis 4 Dioptrien, dass diese Sehtafel sich da am besten eignet. Und wenn du direkt starten möchtest, dann lass dich am besten erstmal von uns beraten. Wir schauen erstmal, wie hoch ist deine Sehschwäche, wie erstellen die den genauen Plan, damit du entsprechend die richtigen Sehtafeln auch für dich nutzen kannst. Also wenn du darauf Lust hast, wie gesagt, erster Link in der Videobeschreibung. So, für die letzte Übung habe ich mal eine sehr unorthodoxe Übung rausgesucht. Bei über 9 Dioptrien kann man da quasi gar nicht mehr in die Ferne schauen. Ich blende dir das gerne mal ein, diese Dioptrienliste. Es ist halt tatsächlich so, dass der Dioptrien nicht immer einen gleichen Abstand hat. Ja? Der Dioptrien ist halt unterschiedlich, ist halt nicht linear. Deswegen, gerade bei hohen Sehschwächen, kann ich mich um 2-3 Zentimeter verbessern und das macht schon wieder einen ganzen Dioptrien aus. Und bei einer Sehschwäche von 9 Dioptrien kannst du nur noch 11 cm in die Ferne gucken. Und ich habe das mal vorbereitet. Also wir können wirklich nur bis hier vorne, also das ist der Abstand, den wir noch scharf erkennen können, also wirklich nur bis hierhin, sehr, sehr, sehr geringer Abstand. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie wir mit 1,5 cm einen ganzen Dioptrien weniger haben. Also wir müssen uns wirklich nur von hier nach hier verbessern und schon haben wir ein Dioptrien weniger. Dazu habe ich einen sogenannten Fokussierstab einmal genommen. Diesen Fokussierstab nutzen wir bei unserem Augentraining, um noch effektiver unsere Sehkraft zu verbessern. Es soll zum Beispiel sein, dass ich mit dem einen Auge ein bisschen besser gucken kann als mit dem anderen. Müssen wir erst auf dasselbe Level uns trainieren. Also diese Distanz sollte möglichst gleich sein mit beiden Augen, weil dann können wir entsprechend auch unsere Augen gleichermaßen gut verbessern, damit eben, wenn wir eine geringere Sehschwäche haben, uns da nicht die Sehschwäche trotzdem noch unterscheidet. Ja? In meinem Fall, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du hast 2 gleich starke Augen, dazu nutzen wir dann unseren Fokussierstab. Wie gesagt, da sind von oben bis unten kleine Buchstaben drauf, wo wir uns drauf fokussieren können. Und wir schauen jetzt einfach mal hier, das waren diese 11 cm, also sehr, sehr naher Abstand, wie du siehst. Und wir versuchen jetzt langsam in die Ferne zu gehen. Zum Beispiel das wäre ein Dioptrien. Ja? Dieser Unterschied, schau genau hin, das ist ein Dioptrien, 1,5 cm. Und wir machen jetzt Folgendes, wir gehen erstmal etwas näher ran, auch nur 1 cm und gehen dann wieder 1 cm in die Ferne. Also du siehst also ein sehr geringer Unterschied, wo wir uns drauf fokussieren. Und wie du siehst, ich wiederhole das immer wieder und ich merke, dass die Sehschwäche sich immer weiter verbessert. Ja, das kannst du gerne mal ausprobieren, bei dir vielleicht ein bisschen weiter hinten. Ja, kannst auch bei einer geringeren Sehschwäche mal ausprobieren, zum Beispiel von hier nach da, in die Ferne gehen, in die Nähe. Und du siehst, dadurch, dass unser Auge sich immer wieder neu anfokussieren muss, verbessert sich dadurch unsere Sehkraft. Also es wird wieder aktiv genutzt, es wird wieder aktiviert. Wir reaktivieren also unser Auge. Wenn jemand über 9 Dioptrien Sehschwäche hat, ist diese Sehschwäche nicht erst seit gestern, sondern sie ist schon eine ganze längere Zeit. Und mithilfe dieser Technik, die ich dir gerade gezeigt habe, versuchen wir schrittweise unsere Sehkraft immer weiter in die Ferne zu setzen, dass wir entsprechend wieder aus einer höheren Distanz schärfer sehen können. Und das kannst du eben, wie gesagt, genau mit dieser Methode einmal machen. Also es gibt wirklich für jede Sehschwäche oder auch jede Kombination aus den Sehschwächen entsprechende Übungen. Für jede Dioptrienzahl gibt es auch entsprechende Übungen, Strategien, die man nutzen kann. Und wenn dir das klar geworden ist, dass eben eine Brille nicht mehr die richtige Lösung ist, um deine Sehprobleme wirklich in den Griff zu bekommen, sondern das Augentraining, dann, wie gesagt, unterhalb des Videos, hast du die Möglichkeit, mit mir persönlich einmal ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Dort schauen wir, wie gesagt, einfach mal ganz unverbindlich, wie kann ich dir weiterhelfen, wo hast du aktuelle Probleme, wo können wir ansetzen, wo können wir weitermachen. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, schau gerne einmal vorbei. Ansonsten auch gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der aktuell dazukommt. Gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn dir das Video gefallen hat und du weitere solcher Videos sehen möchtest. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.